Ja, ganz persönlich ist klar, ich meine, wir waren vor ein paar Jahren mal bei Olympia und das ist klar unser Ziel und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Wie man da jetzt hinkommen kann, das wird sich alles noch rausstellen. Ich denke, wir sind noch ganz am Anfang jetzt und müssen erstmal gucken, wie sich unsere Mannschaft zusammenfügt, welche Spieler überhaupt dabei sein werden. Und von daher ist es natürlich auch sehr schwierig für mich im Moment, so wirklich persönliche Ziele jetzt für mein eigenes Spiel zu definieren, weil ich natürlich erstmal gucken muss, wer ist alles dabei, welche Rolle muss ich auch übernehmen. Und dann werde ich versuchen, mich dem anzupassen am Ende. Ja, ich denke, ich bin mittlerweile so lange dabei bei der Nationalmannschaft. Ich habe auch persönlich Höhen und Tiefen durchgemacht und denke, bin einfach an so einem Zeitpunkt angekommen, wo ich weiß, ich werde der Mannschaft auf jeden Fall helfen müssen und ich werde auch eine Rolle übernehmen müssen, die wichtig ist für die Mannschaft. Und wie groß sie dann am Ende ausfällt, ja, hängt eben wirklich davon ab, wie Dirk dann da ist. Und ich bereite mich klar darauf vor, einer der Ältesten wieder zu sein und irgendwo eine Führungsrolle mit zu übernehmen. Aber in welcher Form ich jetzt wirklich dann letztendlich auch Punkte liefern muss und solche Sachen, wird sich dann am Ende, denke ich, ein bisschen mit herausstellen, wie die Konstellation aussieht. Tja, ich meine, mit Dirk zu spielen ist natürlich unglaublich. Ich meine, er ist mittlerweile oder ist auch schon lange gewesen einer der besten Spieler der Welt, das ist ganz klar. Einfach ihn zu sehen, wie er arbeitet, wie hart er arbeitet, wie gut er trotzdem drauf ist und wie viel Spaß er trotzdem mit den Leuten hat, obwohl er ja eigentlich auch ganz anders sein könnte, wie man ja immer weiß. Aber Dirk ist einfach so, wie er ist und er ist ein super netter Kerl, mit dem es einfach Spaß macht, in der Mannschaft zu spielen. Und das sind so die Sachen, die man einfach daraus kriegt. Auch gerade für die jungen Spieler wird es wichtig zu sehen, wie hart arbeitet er wirklich. Wenn wir eben die 3 Stunden einer hinter uns haben und am sechsten Tag er dann trotzdem noch eine halbe Stunde länger beim Werfen ist und so. Und das sind so die Sachen, die halt ganz speziell sind bei ihm. Ja, ich denke, wir müssen uns als Mannschaft finden. Das war immer die große Stärke der deutschen Mannschaft in den letzten Jahren, dass einfach eine Mannschaftsgeschlossenheit geherrscht hat, egal wer mitgespielt hat oder wer nicht mitgespielt hat. Das müssen wir natürlich wieder schaffen, uns zusammenzufügen. Auch gerade an der Defense ist natürlich immer wichtig, eine sehr, sehr stabile Mannschaftsleistung abzuliefern. Und dann haben wir, denke ich, genug Spieler, die Potenzial haben und die gut genug sind, dass wenn sie also an ihre Grenzen gehen und teilweise vielleicht auch drüber hinweg, dass wir dann auch in der Offensive sehr erfolgreich sein können und auch einen sehr guten Sommer haben können. Also das Ziel muss ganz klar sein, erweiterte Olympia-Qualifikation und dass man wenigstens nächstes Jahr im Sommer nochmal eine Chance hat, sich dann wirklich zu qualifizieren, falls es diesen Sommer nicht reichen sollte.